Hey, ich bin Simeon vom Autohaus und das ist unsere liebe Anna. Sie ist im Marketing tätig und sie ist tatsächlich noch nie E-Auto gefahren. Deswegen schnappen wir uns heute mal den ID3 und testen den mal mit Anna zusammen. Hast du Bock? Klar. Let's go. Also auf jeden Fall schick. Ich finde auch so optisch hochwertig. Ja, tatsächlich ist er wirklich größer wie ein Golf, weil wir natürlich mehr nach vorne rutschen, weil wir keinen Motor vorne drin haben. Deswegen haben wir natürlich auch mehr Platz im Innenraum. Cool. Let's go. So, ich schnell mich mal an. Ich weiß ja nicht, was mich hier erwartet auf der wilden Fahrt. Ich würde mal das denken, ist cool, wie Automatik. Du hast jetzt keine Kupplung, du musst jetzt nichts drehen, drücken, dass es angeht. Du drückst einfach nur die Bremse, okay. Dann geht die Zündung an. Und dann hast du hier oben deinen, okay. Genau, wandert von hier unten nach da oben. Und dann hast du oben einfach deinen Drehschalter. Und dann kannst du, wenn du nach vorn drehst, Vorwärtsgang. Und nach hinten ist dann der Rückwärtsgang. Genau, einmal okay. D wie Drive. Okay, dann gehe ich jetzt mal von der Bremse. Und genau, mal. Und dann kannst du schon losdüsen. Oh, es ist ruhig. Nicht schlecht. Also das ist wirklich das Erste, was mir auffällt. Schon hier auf die paar Meter, dass es einfach extrem leise ist. Ja. Und wir jetzt gerade nur so ein bisschen. Ja, das ist natürlich neu am Elektroauto oder auch nicht neu, dass du natürlich keinen Motorsound hast in dem Sinne, sondern du hast nur bis 30 km/h so einen kleinen Lautsprecher außen, dass die Leute, die jetzt draußen laufen, dass die auch was hören und mitbekommen im Umfeld. Ah, also wie so eine Art Soundmodul. Ja, genau, so ein kleiner Lautsprecher, dass die Leute draußen das wahrnehmen, dass vielleicht hinter ihnen ein Auto auf dem Parkplatz rangiert oder fährt. Genau, einfach, dass die nicht überfahren werden. Du hast doch erzählt, du willst am Wochenende nach München. Richtig. Was machst du denn Schönes? Ich würde gerne auf ein Konzert fahren. Würdest du dich denn trauen, mit einem Elektroauto nach München zu fahren? Ja. Ist ja ganz schön weit, sag ich. Hätte ich erstmal noch ein paar Fragen. Okay. Komme ich denn da an? Mit einem Ritt oder was müsste ich jetzt beachten? Du kommst auf jeden Fall an. Kommt ein bisschen drauf an, was für ein Akku jetzt hier verbaut ist, ob du vielleicht zwischendurch mal laden musst oder nicht. Jetzt haben wir vollgeladen, jetzt haben wir 400, knappe 50 Kilometer Reichweite. Wenn du sparsam auf der Autobahn unterwegs bist, kommst du auf jeden Fall bis München. Vielleicht musst du auch noch mal kurz aufs Klo, dann kannst du vielleicht noch mal 20 Minuten schnell laden. Dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite und hast auch in München noch mal genug Kapazität, um dort flexibel zu sein in der Stadt. Okay. Genau. Und bei den 20 Minuten Schnellladen, was würde ich dann da erreichen? Ich kann es dir mal zeigen. Es gibt von Volkswagen eine coole App und dort haben wir quasi den ID3 angelegt. Na, das sieht dann so aus und dann kannst du viele Sachen darüber steuern. Und für dich ja jetzt wichtig, wann muss ich vielleicht losfahren, muss ich vielleicht auf dem Weg laden und wann komme ich an, dass du pünktlich zu deinem Konzert kommst. Das ist das Coole, da gehst du einfach auf die Navigationsfunktionen, gibst jetzt deinen Zielort in München ein, gehst auf Route und dann schlägt es dir die Zeit vor, die du brauchst. Jetzt haben wir jetzt die Strecke von 370 Kilometer bis München und der schlägt dir einen Ladestopp vor. Nur mit 25 Minuten? Genau. Das heißt, du kannst da mal pinkeln gehen, du kannst dir was zum Snacken holen und das ist deine Route. Das heißt, viele denken ja, ich brauche viel, viel länger mit dem Elektroauto. Jetzt sage ich, okay, Fakt ist, du würdest vielleicht 25 Minuten länger brauchen, aber du hältst ja vielleicht auch mal an, weil du auf einer längeren Strecke mal... tendenziell sowieso zweimal anhalten, genau. Ja. Genau, deswegen kann man da auch gucken. Und das Coole ist, du kannst jetzt auf Route senden klicken, ans Fahrzeug senden, dann kommt es jetzt hier an und dann kann ich sagen, okay, die möchte ich gleich verwenden und dann brauche ich es nicht nochmal hier eintippen und hab das sofort 1:1, wie du es geplant hast, hier drauf mit dem Ladestopp. Das Coole ist, du siehst dann auch auf der App, ob deine Ladesäule an dem Tag, wo du fährst, frei ist und könntest die dann auch reservieren. Du siehst dieselbe auch vorne im Head-Up-Display. Wenn du vorne reinschaust in die Windschutzscheibe, hast du auch nochmal die ganzen wichtigsten Informationen auch vorne nochmal angezeigt, sodass du einfach alles im Blick hast. Nicht schlecht. Okay, dann gucken wir mal, ob das auch noch so ruhig ist, wenn wir mal ein bisschen schneller fahren. Dann schau doch mal, was passiert, wenn du wirklich aufs Gas drückst. So, dann gebe ich jetzt mal Gas. Mal gucken, was ist. Iha. Okay, nicht schlecht. So 100 schnell erreicht. Ist doch fast wie bei deinem Auto. Bremst oder? Mal wieder ein bisschen ab. Ist fast wie bei meinem Diesel, richtig? Nee, ist schon anders. Das Ding ist, oder das Coole ist bei Elektroautos, du hast halt nur einen Gang. Das heißt, es gibt nur an oder aus. Das ist wie wenn du die Lautstärke einfach hoch machst. So ist die Beschleunigung. Jetzt kurze Zwischenfrage. Irgendwie, wenn ich jetzt gerade vom Gas gehe, bremst der so und es wird hier auch grün. Das ist mir vorhin schon mal aufgefallen. Ja. Sogar vor der Kurve jetzt extrem. Kann ich dir kurz erklären. Du
Du hast, siehst ja vorne deinen grünen und deinen blauen Balken. Mhm. Das ist die Anzeige, wo die Elektroenergie hingeht oder wovon sie genommen wird. Wenn du im blauen Balken bist, dann wird der Strom vom Akku genommen. Und solltest du bremsen, ist das Auto so schlau, dass sich die Energie speichert und in den Akku wieder zurückgibt. Mhm. Und dann ist der grüne Balken. Wie du siehst, hast du vorne nicht nur den D-Modus, also den normalen Drive, sondern daneben ist auch B. Viele denken, das ist der Boost-Modus und man kann noch viel, viel schneller fahren. Das macht das Gegenteil. Aber tatsächlich ist das der Brake-Modus. Mhm. Und der Brake-Modus ist dafür zuständig, was ich dir gerade erklärt habe, dass wenn du vom Gas gehst und du die Energie nutzen möchtest, die du verschwendest beim Ausrollen, die wird dann quasi gespeichert. Und das nennt sich Rekuperation. Und da wird die Stufe nochmal verschärft, dass es nochmal mehr Energie sammelt für den Akku. Du kannst sagen, gib nochmal richtig Gas und geh nochmal vom Gas. Und wenn du jetzt merkst, dann bremst du automatisch, dass du bremst, obwohl du gar nicht auf der Bremse stehst. Habe ich gemerkt. Und das ist cool. Das ist wirklich cool. Würde ja bedeuten, ich bremse auch viel weniger, wenn ich in dem Modus fahre und würde meine Bremsen schonen. Das ist richtig. Dennoch brauchst du einen Service, weil wir müssen dadurch gucken, ist die Bremse noch in Ordnung. Du hast trotzdem Bremsflüssigkeit, du hast manche Filter im Auto, die trotzdem geprüft und gewechselt werden müssen. Aber es ist richtig, du hast keinen Ölfilter, du hast kein Öl, du hast keinen Auspuff, der irgendwie mal verrosten oder abfallen kann und kaputt sein kann. Aber dennoch müssen wir gucken, dass das Auto, weil es ja trotzdem fährt und Energie, und dann muss man gucken, ob da alles gut ist. No. Würdest du sagen, Elektroauto an sich ist was für Langstreckenfahrer, für Stadtmenschen oder für jeden? Gute Frage. Tatsächlich fragen mich oft sehr viele Leute, wenn sie überlegen, ihr Auto zu wechseln, weil sie erstmal vielleicht eine gewisse Skepsis haben, weil sie es noch nie gefahren sind, so wie du jetzt zum ersten Mal sowas fährst. Was völlig in Ordnung ist, da würde ich dich fragen, wie nutzt du dein Auto täglich? Nutzt du es überhaupt täglich? Und wie weit sind vielleicht deine Strecken? Okay. Da können wir an meinem Beispiel vielleicht mal machen. Also ich fahre 23 Kilometer eine Strecke zur Arbeit. Okay. Hauptsächlich Stadt und über Land. Ja, cool. Und fährst du privat noch viel? Habt ihr zwei Autos? Nutzt ihr das dann auch noch viel? Oder wäre das dann ein Reinweg für einen Arbeitsweg? Also bei meinem Partner und mir sind es zwei Autos, was jeder für einen Arbeitsweg nutzt. Wir haben einen Diesel und einen Benziner und schauen halt, dass wir den Diesel für Langstrecken nehmen. Ja. Ich aber eben auch für meine 23 Kilometer täglichen Arbeitsweg. Mhm. Tatsächlich ist es sowohl für beide Kategorien gedacht, für Langstrecke, sowohl als auch für deine Nutzung vielleicht, so für Überland, bisschen Autobahn, bisschen Stadtverkehr. Das ist super. Nächste Frage vielleicht an dich. Habt ihr irgendwie die Möglichkeit, zu Hause so ein Auto zu laden? Auf der Arbeit vielleicht? Hat dein Mann vielleicht die Möglichkeit? Wie sieht es da bei euch aus? Also aktuell hätte ich nur auf Arbeit die Möglichkeit zu laden. Ja. Wir haben ja im Autohaus den Luxus, dass wir das laden können. Ja. Haben aber zu Hause eine Steckdose. Okay. Mehr das, kann das ich ist ja da schon mal nicht das Erste. Da kommt bestimmt Strom raus. Habt ihr irgendwie Solar, Photovoltaik irgendwo auf dem Dach? Seid ihr da irgendwo in dem Planungsprozess? Keine Ahnung? Nee, bisher noch nicht. Aber wir haben schon mal drüber nachgedacht, weil unser Dach gut ausgerichtet ist. Warum habe ich das gefragt? Weil du hast ja schon mal 50% der Voraussetzungen eigentlich erfüllt, um sowas auch dann zu unterhalten. Na? Okay. Also nicht nur die Anschaffung ist vielleicht das geringste Problem, aber viele haben vielleicht dann so ein bisschen Sorge, dass sie da nicht tanken können oder laden können. Aber wenn du sagst, okay, du hast den Luxus, auf Arbeit laden zu können, dann hast du ja täglich, jedenfalls unter der Woche, die Möglichkeit, das Auto zu laden. Und so wie wir vorhin gesehen haben, musst du ja gar nicht täglich laden, sondern vielleicht einmal die Woche, je nachdem, wie viel du fährst, vielleicht zweimal die Woche. Mhm. Und vielleicht vom Wochenende nochmal, dass du dann übers Wochenende kommst oder so. Aber dann bist du ja am Montag wieder auf Arbeit, kannst du auch laden. Ja. Und die häufigste Frage ist, die ich gestellt bekomme, was ist denn, wenn ich mal stehen bleibe? Okay. ja und nein, berechtigt oder unberechtigt die Frage. Aber Gegenfrage, wie oft bist du denn schon mal mit Benzin oder Diesel stehen geblieben? Ja, gut. Ja, aber ich habe doch immer meinen Kanister mit im Auto. Ja, hat ja jeder. das Ding ist, genauso wie man auf diese Frage einfach manchmal keine Antwort hat, weil man noch nicht stehen geblieben ist. Vielleicht ist man mal stehen geblieben. Sollte es wirklich mal passieren, dass man doch vergessen hat zu laden,
dann ist es trotzdem nicht undenkbar, dass man jetzt gar nicht mehr vom Fleck kommt. Das ist jetzt aber eine andere Geschichte. Was ich sagen will, ist dieses Verhalten, was wir gerade hatten. Genauso wie wir unser Handy abends anstecken oder unsere Smartwatch und keine Ahnung, iPad, was man irgendwas braucht, um damit zu arbeiten, um damit das zu bedienen. Ich glaube, so wird sich das auch schnell eingewöhnen, dass man irgendwo weiß, wie voll ist mein Akku und wo muss ich die nächsten Tage vielleicht hin, damit ich weiß und planen kann, wo muss ich vielleicht auf dem Weg mal laden und vielleicht entweder davor laden, auf dem Weg laden, zwischendrin laden, während des Meetings laden, um somit einfach gut durch die Tage oder durch die Woche zu kommen. Dafür ist es ja cool, dass man bei uns im Autohaus Rudolf alles Probe fahren kann. Also einfach mal wirklich, was ich jetzt auch wirklich sagen würde, wenn mich jemand fragt, wenn mich jemand in der Familie fragt, dass man es einfach mal testet und mal spürt, wie angenehm das ist. Auf jeden Fall. Falls ihr Bock habt, kommt gerne für eine Probefahrt vorbei, ruft uns an. Wir machen gerne einen Termin aus und versuchen alles möglich zu machen, um einfach euch die Gelegenheit zu geben, das zu testen, auszuprobieren. Nehmt es mit nach Hause, probiert es aus, wie ist es zu laden, wo kann ich vielleicht laden und euch dann einfach einladen, auf diese Reise von den Umdenken einfach mal zu begeben und so mal gucken, ist es was für euch. Genau, aber so fängt an, ja. Jetzt hast du ja viel gesagt, was das Auto alles hat und mit sich bringt. Jetzt würde mich aber mal interessieren, was kostet der denn eigentlich? Quanta costa? Ja. Aktuell reden wir beim ID3, mit dem wir ja gerade unterwegs sind. Ist ja gerade verfügbar im Basismodell für unter 30.000 Euro. Das ist cool, weil vergleichbar würdest du dafür auch einen Golf bekommen als Jahreswagen, der auch dasselbe kostet. Also kann man sich dann überlegen, ob man sich vielleicht ein neues holt und natürlich dann ein anderes System. Wenn du Lust auf mehr hast, dann kannst du natürlich da noch mehr reinpacken. Das ist immer möglich. Aber in der Grundausstattung ID3 ist auf jeden Fall genügend drin, sodass du dich sicher fühlen kannst, dass du Assistenzsysteme hast und natürlich Elektro. Jetzt hast du gesagt, die Basisvariante. Ja. Was ist denn in der Basisvariante schon alles drin? Was kriege ich für mein Geld? Gute Frage. Wir haben bei dem Basismodell die Verkehrszeichenerkennung mit dabei. Wir haben die Schnellladedose dabei. Heißt quasi, dein Auto ist fähig, schneller zu laden, was ja manchmal wichtig ist, ne? Gerade wenn du Pause machst. Das ist mit dabei. App Connect haben wir mit dabei, kann ich dir mal kurz zeigen. Du gehst einfach auf dein Handy, was du verbunden hast und hast dann deine Apps gespiegelt. Coole ist, wir haben hier vorne eine Kamera, die natürlich auch für den Spurhalteassistenten zuständig ist und liest natürlich auch die Verkehrszeichen, die du jetzt begegnest und zeigt es dir quasi vorne an. Wie du jetzt hier siehst, ist hier eine 50. Das liest quasi da raus, weil das vorne hier eine Kamera ist. Okay, jetzt kommt eine 30. Genau, hier ist 30. Bremst und auch ab, merke ich gerade. Und dann steht hier 30 mit einem kleinen Schild unten drunter. Das heißt, es gibt noch ein paar Bedingungen. Ne? Es kann sein von Montag bis Freitag oder halt irgendeine Uhrzeit. Ach, dafür sind die 3 Punkte dann. Genau. So, dann sind wir jetzt wieder im Autohaus und wir parken jetzt und dann gibt's das Fazit. Yes. Der hat aber auch wirklich einen kleinen Wendekreis, merke ich gerade noch. Yes, das ist cool, weil du hast vorne keinen Antrieb. Der Antrieb ist auf der Hinterachse. Somit kannst du vorne die Räder mehr einschlagen. Ah. Das ist cool, ja. Ihr habt gemerkt, es ist ein Fahrzeug für jedermann. Und ob du Elektromobilität jetzt schon fährst oder offen dafür bist, prüfst du einfach mal. Vielleicht hast du Voraussetzungen wie Anna zum Beispiel, die auf Arbeit laden kann. Vielleicht kannst du es auch. Vielleicht kannst du es zu Hause machen. Vielleicht hast du Photovoltaik auf dem Dach und hast die Möglichkeit, zu Hause zu laden. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann ruft uns gerne an. Aber mein Fazit ist, es ist für jedermann. Von daher kommt gerne vorbei, ruft uns an, testet es gerne aus bei uns. Wir freuen uns auf euch. Volkswagen.